Ach, finde ich das gut, dass das Spiel mir so Möglichkeiten gibt. Herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy Rebirth. Weiter geht's. Einige Stunden zuvor. Oh, so ist rum, ja? Na dann, weiter. Bist du sicher? Wir müssen zurück zu den anderen. So. Verfolgung der Turks. Suche geht weiter. Oben erst passt nicht mehr. Ich habe auch keine Option, das loszuwerden. Na doch, an der nächsten Maschine kann ich's. Komm schon! Wechseln! Jetzt gibt's nur eine Stunde. Ich muss also Yuffie direkt reinsetzen. Okay. Ich wollte nicht vorher Kansan machen. Echt hängt er da oben im Schock. Niemand entkommt dem Zorn der Ninja. Und auch, dass er sich nicht merkt, wen ich als Anführer haben will. In der anderen Gruppe ist es immer Cloud, weil es immer Cloud sein. Nein, es muss nicht immer Cloud sein. Aber Cloud muss immer in der Gruppe sein. Naja, egal. Aber trotzdem. Ah ja, dann bete halt. Die solltest du gerade schon eingesammelt haben. Denen geht's nicht so ganz gut. Diesmal schaffe ich es. Seht her! Ja, Moment. Wir können erstmal Chromerz verkaufen und uns mal ausruhen. Jo. Jo. Brauchst du nicht, aber jo. Verkaufen sind diese Materialien. Ist da und dann Chromerz. Brauche ich ja eh nicht mehr. Mein Gold brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber nun gut. Also irgendwas, was so ziemlich nah an der 99 ist. Hier ein bisschen. Dorbeer kann ich auch verkaufen. Perlingwar. Und Ungeheuerkrallen. Ich mache immer mehr Geld, statt weniger, obwohl ich die ganze Zeit Sachen kaufe. Wobei, so viel kaufe ich ja auch nicht. Ich musste einmal eine Waffe kaufen, weil ich die nicht gefunden hatte. Na ja, gut. Einmal ausruhen. Obwohl wir gerade eine Pause gemacht haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich erst noch da vorne rein sollte. Es reicht noch nicht, um auch Weil zu bekommen. Und eine Materia. Und. Heilige Handgranate von Antiocha. Ach nee, warte. Das war ein anderes Ding. Rumpeli-Pumpeli macht das. Rupp. Ruppeli. Ach, da stehen auch noch zwei. Die hatte ich ja gar nicht gesehen. Wir nehmen eine Energie mit, was wir kriegen können. Das ist aber eine große.
Das ist nicht alles, wenn ich das richtig sehe, aber einen ganzen Teil. Der Magiebonus könnte erhalten bleiben. Einer ist rot. Zwei sind rot. Monster, die dagegen halten. Okay. Die sind also daran schuld. Die sehen aber eklig aus. Sie uns fertig machen. So, aber ich muss einen Punkt noch ändern, weil mich das nämlich nervt, dass ich immer erst auf Red wechseln muss, wenn ich analysieren möchte. Denn entsprechend Materia umplatzieren. Ach komm, jetzt brauche ich auch keine Gegenstände mehr. Was habe ich ihm dafür gegeben? MP-Boost? Meister der Gegenstände. Hat er. Ja, auch okay. Okay. Ich scheine den Teil dann jetzt so weit zusammengebaut zu haben, dass ich dazu den Monster zumindest team kann. Todesauge kenne ich. Jetzt ist Schluss! Und das soll ich dir haben! Analyse: Hektokunus. Ein Weichkörperorganismus, der sich vom Lebensstrom ernährt. Verstreut über seinen ganzen Körper befinden sich mehrere magische Augen. Auf der Suche nach Nahrung durchstreift er den Tempel und zerstört mit seinem fürchterlichen Blicken alles, was ihm in den Weg stellt. Elementare Schwäche, dieses Wesen mit Magieattacken ausnutzen, während es die Augen geschlossen hat, um es schockanfällig zu machen. Du sollst jetzt nicht schlafen. Ah, warte mal, Sternschraubstrahl habe ich hier auch drin, ne? Versteinert? Erstmal muss sie sich selber heilen, während Red mal die Goldnadel benutzt. Das ist ja eine miese Sache, ist das ja Goldnadel für. Du schaffst das schon. Jetzt wieder besser. Arbeiten wir durch. Wird erledigt. Auf wie das Schau im Zorn setzt. Echt jetzt, der eine versteinert, das ist ja so mies, ne? Goldnadel. Eric. Gegenstände, Goldnadel. Ich habe nicht mehr viele davon. Aber ich muss mich dann auf jeden Fall auf den konzentrieren.
Nein. Schau richtig drauf! Das war dein Todesurteil! Der hält doch nicht viel aus, wenn ich im Bericht das richtige Element habe. Okay. Ich kann auf jeden Fall mich einmal mit den Tränken noch rein. Wo ich denn da drauf? Aber wahrscheinlich erst, wenn ich das Ding richtig hergestellt habe. Das war mal erschreckend einfach. Oh, Beine drin. Ich könnte jetzt zu weit zurück, aber das muss ich nicht. Ah. Da kann ich auch noch gleich hin. Zwei davon, okay. Okay, Moment. Barrieren durch. Nee. Noch Barrieren durch. Gegenstände. Goldnadel. Luffy. Fang auf! Wo ist er los? Übernimm du! Hilfst du den? Ich lass den zu Freien! Los! Ich präsentiere Juffi-Plikation! Steinerung habe ich das Land jetzt verloren. Dann einmal Barrieren durchbruch. Nächster Versuch. Diesmal hat es mir nicht viel gekostet. Ach, und den habe ich übersehen. Hätte mir jetzt nicht so viel mehr genutzt, aber egal. Aber jetzt ist die Frage, ob ich das brauche, um da rechts rüber zu kommen. Ob ich dafür erst wieder alles aktivieren muss hier oder ob ich hier so. Ich komme so rüber, das ist gut. Na dann los! Jetzt! Ah, echt jetzt? Ich bin dran!
Das Team funktioniert auch. Ich gehe davon aus, dass das als Donner-Team eingesetzt ist an dieser Stelle. Der Talisman ist wieder was anderes, ne? Und nicht nur, weil ich mich halt für Barrett tiefer entschieden habe, sondern einfach, weil das so storytechnisch am besten klappt. Vor allem mit Red als Beschützer für Aerith. So, dann zeig mal ganz kurz, was das denn kann. Das wird auch wieder was sein ohne Slots, deswegen wahrscheinlich uninteressant, aber... Nee, warte mal, es ist... Doch, da, Zetra-Teil. Volle Slots und magische Abwehr. Der ist dann sogar nochmal eine Spur besser als der Talisman des Finsterreichs, den Cloud aktuell trägt. Und damit... tatsächlich? Warum hat die nur den Garmreif? Das ist ja schon mal katastrophal. Damit tatsächlich, kann laut den haben. Zetra-Talisman, dann kann Tifa den Finsterreich haben. Damit kann Barrett. Ich glaube nicht, dass einer von den anderen, ja, das bringt nichts. Okay. Luffy könnte rein aufsteigen. Valkyren. Oria ist 5er. Ja. Einen himmlischen. Opa. Aerith hat nicht mehr gleich den Garmreif. Sondern. Oh doch, die bleibt beim Garmreif. Ist das richtig hier? Weil ich keinen anderen habe, der. Talisman Unterwelt. Ja. Welcher im Schutz, aber ansonsten geht's. Jetzt muss ich überall noch Materia einsetzen. Weil ich jetzt überall wieder was frei habe. Und ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt geben soll. Ich könnte hier natürlich viel mehr MP geben. Ich glaube aber nicht, dass das so gut ist. Das auch nicht. Das auch nicht. Die hat keine Auto. Wobei die könnte. Könnte Autowaffenfertigkeiten machen. Dann haut die wenigstens irgendwas Nützliches raus zwischendurch. Er könnte die Autospezialfertigkeit machen, was in die Rächerhaltung geht. Und sie... Ach, drei verschiedene Kommandos. Ja, ist eigentlich nicht verkehrt, aber... die hat schon alle Glücksboosts, außer den einen, den Tiefer hat. Willenskraft, Ausdauer, Magieboost, Kraft. Ah, kriegt sie Kraft. Passt schon. Aber ich habe jetzt bei ihr natürlich auch überhaupt nicht geguckt nach Waffen. Bei ihm. Das ist eher, ja, ist definitiv eher physisch. 303, ja, 328, 254, 358. Okay, ist viel. Gut, dann geht's weiter. Also jetzt zurück und den Kreis benutzen. Aber vorher hier noch die beiden Sachen mitnehmen. Nochmal ein bisschen haltiges Kernholz, dann darüber helfen. Und wenn ich alles richtig mehr gemacht habe, kann ich hier runterhelfen. Warte mal, da ist eine Waffe. Die ist dann jetzt für Red. Brisingamen. Gerade noch Sachen ausgestattet, jetzt kriegt er wieder eine neue Waffe. Ich glaub's ja wohl. So, Brisingamen hat keine drei Verbündete, das ist Todbringer. Führt einen Angriff aus, je geringer die verbleibende TP, desto höher der erteilte Schaden. Bei wenig TP anwenden. Dieser Heilspruch wurde in einem Verfahren hergestellt, das alles Wissen der modernen Wissenschaft bei weitem übertrifft. Je geringer die eigene verbleibende TP oder die des Gegners.
Weiß ich nicht genau. Aber passt schon. Erhöht die Wirbelkonter beim Docken. Das mache ich ja sowieso nie. Physische Attacke rein. Naja, die ist sowieso bei ihm hoch. Dann, die Aufladung der Recherleiste passt auch. Ein Wirbelkonter, ja komm. Vielleicht macht er das von alleine dann. Ich hoffe, ich habe Yuffies Waffe nicht übersehen. Viel kann hier eigentlich nicht mehr kommen. Okay, dann machen wir das jetzt. Jetzt geht's aber mal schneller. Jetzt ergibt die Konstruktion auch einen Sinn. Oh, was macht sie noch? Seht. Ach! Cloud! Laut! Tiefer! Gibt sicher einen Weg. Lasst ihn uns suchen. Okay, sie will offensichtlich da unten durch. Wir müssen aber erstmal oben nochmal hin, um zu der normalen Truhe zu kommen. Oh, guck mal, ich habe hier noch Energie vergessen. So, erstmal kurz da rein. Hier runter, hier hoch. Hey, auf den Weg! Oh, wie ist das? Ich hab dich! Das war ein Spiel! Pass ja! Krank, dass sie die einfach mal alle mit einem Wirbelsturm killen kann. Finde ich gut. Warte mal, bin ich hier? Bin ich hier? Die Zusammensetzung hat sich komplett verändert. Wo ist denn die Kiste? Hä? Der Aufbau ist komplett anders. Und jetzt steht hier alles irgendwie zusammen, aber die Kiste hätte doch da sein müssen. Ist sie nach unten gewandert? Nein. Ich erachte das als verwirrend. Warum liegt hier überall noch Zeug rum? Ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht ist sie doch nach unten. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt nichts gesehen. Ah, Mist. Ah, hier geht's lang. Okay. La 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 la. Groot und Reno sind aber ganz schön spät dran. Oha. Ja. Länger können wir nicht warten. Lass sie. Wir gehen. Nicht so schnell! Diese Angsthasen wollen sich wohl davonstehen! Mit Verlaub. Es geht um unseren Ruf. Na also, geht doch! Am Eingang waren Flaggen. Nicht gesehen? Das verheißene Land ist jetzt Shinra-Gebiet. Also gibt's ja auch für Zetra nichts mehr zu melden. Wo ist der Rest von euch? Habt ihr euch etwa verlaufen? Wir sind mehr als ihr. Vergesst das nicht. Ach ja? Mir doch egal. Der Chef und ich sind zusammen nämlich unschlagbar. Die Zetra muss leben. Werd's versuchen. Aeris! Mach es nicht einfacher!
nun? Ich habe es kommen lassen. Hab ich Zeng schon mal gehabt? Nein, ich hab ihn noch nicht gehabt, okay. Dann machen wir das jetzt mal. Zeng. Gut gegangen. Da geht's raus. Anführer der Turks, eine Spezialeinheit des Shinra-Konzerns, ist die rechte Hand von Rufus. Dank seines entschiedenen Führungsstils wird er selbst von seinen eigenwilligen Kollegen als Oberhaupt akzeptiert. Im Kampf zeichnet er sich durch wuchtige und zugleich flexible Angriffe aus. Block oder Weiche der letzten Attacke seiner Combo aus, um kurzzeitig schockanfällig zu machen. Nach dieser Schockanfälligkeit wird er sich bereit machen, einen Spezialangriff auszuführen. Füge ihm jetzt Schaden zu, um ihn schockanfällig zu machen. Du kannst es auch erreichen, indem du unterbrichst, wenn er einen Synchroangriff durchführt. Warum macht wirklich keine? Achso, weil ich nicht. Elena, Formation. Auf geht's! Okay. Habe ich sie eigentlich schon? Ja. Du kannst zwei Treffer mit starken Fähigkeiten landen und sie unterbrechen. Und sie trainiert trotzdem weiter auf Xeng. Den ich ausreichen kann, ne? Und wenn ich schon mal das kriege. Das macht Xeng aus. Habe ich hier einen Blitz? Ja! Und sogar Blitz. Ja, dann ist sie jetzt weg. Red, darf mir mal bitte einmal ein dickes Ether verabreichen. Dass du noch mal machen kann. Ich hab 18 MP. Achso, ich habe noch nicht die Stufe voll. So. Oh,
meine Lichtzauber zweimal und meine Kopiezauber ist ja auch noch zweimal. Dann haben wir das Limit daraus. Erledigt. Kommt hier nicht durch! Und damit sind wir da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Na endlich! Haben euch vermisst. Wir euch auch. Ey, gefeiert wird später, klar? Laut, nicht die Turks. Cloud! Fürchte dich nicht. Du kehrst nur zum Planeten zurück. Cloud, es reicht. Eins von den Schweinen hat sich abgesetzt. Wir müssen uns beeilen. Ja, hinterher. Zu und verriegelt. Oh oh. Der alte Chef, ja? Er steht euch nicht. Der Tod. Gut. Jetzt sind wir wieder vollzählig. An der Stelle soll dann jetzt auch wieder Schluss sein für die aktuelle Folge. Aber jetzt wäre ein bisschen was geschafft. Kaufen natürlich wieder. Wir kaufen nämlich immer. Wir setzen uns auch einmal hier ins Kurz. Wir sind gut ausgestattet und wir sind bereit, uns dem Ende zu nähern. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin. Euer Steffel.